ich habe in diesem Lied einige Fehler gemacht. Die gute Nachricht ist, wir machen den jetzt nochmal. Thank you.
Spielbar, Leider, freilich soll's sein.
Gesang singt. Tumba, tumba. Thank you.
Oh!
Yeah.
selbst gemacht. Mamma, toccala, tocca l'accordione, mamma. Show us all'amore. Thank you.
fire in it. I have a very original idea right now, inspiration, big time. Ich möchte gerne ein Selfie machen mit euch. Let's make a selfie. We stand here, we turn around, we show the bombs to the public, and we look pretty. We need a photographer. Sag mal, ihr seid doch alle so Fotografen. Kann einer von euch hier hinkommen? Ihr habt doch bestimmt alle Handys, bestimmt zwei, drei Stück sogar. So. Und wir sind doch alle bitte, hoi, hoi, alle bitte. Wir sind doch alle bitte, hoi, hoi, hoi. Ja, wir sind doch alle bitte, hoi, hoi, alle bitte. Wir sind doch alle bitte, hoi, hoi, hoi. Oi, 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 oi,
Okay. Danke. Ja. Yeah. Dankeschön. Das ist wirklich eine riesen Freude. Es ist schön. Dankeschön. Das ist angekommen. Danke. Ja. Nee, wirklich. Das ist wirklich nicht normal. Wir sind, wisst ihr was? Das ist im Endeffekt eigentlich nur unser Job. Also, das ist einfach nur ein Job. Wir lieben es, wir haben einen riesen Spaß. Und wir dürfen. Wisst ihr, das ist nicht normal. Ich meine, stellt euch vor, ihr geht am Dienstag, doch, am Dienstag geht ihr jetzt nach Hause oder Quatsch nach Hause. Ihr wart zu Hause und am Dienstag geht ihr zur Arbeit. Ihr habt ja auch einen Job bestimmt, oder? Wenn nicht, dann geht ihr zum Arbeitsamt und holt euer Geld. Und dann, ihr kommt da an, so im Büro oder was weiß ich, in der Garage oder wo sonst, wo man arbeitet. Und dann sind die Kollegen, bevor ihr überhaupt irgendwie Hallo sagt, die Leute so, yeah! Die Kollegen, ne? Und dann am Ende so, kommt 18 Uhr und ihr wollt nach Hause und die ganzen Kollegen so, oi, 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 so ungefähr. Das ist, was wir hier erleben dürfen. Das ist, was wir hier leben. Ja, und wir haben euch wirklich viel, viel zu danken, denn es ist nicht normal, diese Tage, heute gerade, ist es sehr schwer in der Kulturbranche. Viele Künstler können gar nicht mehr auf Tour gehen. Und wir dürfen das, weil ihr die Karten gehalten habt und weil ihr weiterhin Karten kauft. Also ein herzliches Dankeschön. Wir singen jetzt ein Lied, was ich irgendwie als Kind schon zum ersten Mal gehört habe. Ich bin eigentlich in Spanien geboren. Ich bin eigentlich ein, wie sagt man auf Englisch, ein Spaniard. Also ich habe zwar einen irischen Pass, aber irgendwie, man wächst da auf, wo man Kind ist und da hat man Wurzeln. Und wisst ihr, wo wir klein waren, da sind wir einmal, ich und meine Geschwister mit meinem Vater und Mutter, wir sind einmal zu einem Konzert gegangen in eine Plaza de Toros. Und da war eine Dame namens Mercedes Sosa damals, die lebt leider seit ein paar Jahren nicht mehr, aber die ist aus Argentinien und die sang einen Song, ein Lied, was ich nie vergessen werde. Das ist ein Lied, das heißt Gracias a la Vida, es heißt Danke an das Leben. Ja, es ist ein sehr einfaches Lied. Ich denke, heutzutage können wir sehr, sehr leicht meckern und ich persönlich denke nur, wenn ich die Nachrichten sehe, Mensch, alles nur doof, die Welt ist verrückt, alles nur bescheuert und alles nur. Aber wir vergessen zu sehr, zu schnell, dass wir ja doch noch nicht ganz weg vom Fenster sind. Solange ich noch Hände habe, solange ich noch Beine habe, solange ich noch eine Stimme habe, werde ich tanzen, werde ich singen und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam weiter. Das nächste Lied heißt Danke für diese Hände, die noch arbeiten können. Auf Spanisch natürlich. Danke für diese Beine, die den schweren Weg laufen können. Danke für diese Augen, die den blauen Himmel sehen. Danke für diesen Mund, die die Liebe aussprechen kann. Und so weiter. Ein sehr einfaches Lied. Danke für dieses Leben. Ja. Perfect.
Thank you.